Servus Leute, und zwar, Steuergerät am RTZR ist fertig. Was haben wir gemacht? Ich meine, man darf nicht vergessen, 1,6 Liter sind wirklich eine Menge wenig Hubraum für so ein kleines, schickes Auto. Also mehr Ladung haben wir jetzt drin, wir haben mehr Zündung. Was heißt das aber ganz genau? Und zwar, Zündung muss man sich so überlegen. Denn wenn man den Zündwinkel nach vorne verschiebt, ist es wie folgt. Wir haben einmal 360 Grad Kurbelwellenumdrehung. Wir fahren jetzt 4 Grad, 3 bis 4 Grad mehr Zündung. Das heißt, wir zünden noch früher, bevor der Kolben auf dem oberen OT-Punkt ankommt. Warum machen wir das? Um einfach das Luft-Benzin-Gemisch mit dem mehr Ladung. Wir haben ungefähr 0,2, 0,3 Bar mehr Ladung, aber der Lader ist wirklich exitus. Das ist Ende im Gelände. Mehr geht nicht. Auf jeden Fall zurück zur Zündung. Der Kolben fährt nach oben und dann wird das Luft-Benzin-Gemisch ja verdichtet. In dem Moment, wo es verdichtet wird, muss ja auch gezündet werden, weil umso höher die Oktanzahl ist, ja, wir tanken ja 102 Oktan, 98 Oktan, umso mehr kann man es ja verdichten. So, jetzt haben wir das Luft-Benzin-Gemisch verdichtet, dann muss es gezündet werden. Bei einem originalen Zündwert vom RZR würde er jetzt quasi hier zünden. Doch wir zünden schon hier. Der Vorteil ist, wenn wir früher zünden, dass wir mehr verdichten als Luft-Benzin-Gemisch und auch eine vehementere Explosion haben. Man muss ja überlegen, wir haben ja jedes Mal eine Explosion, Umdrehung zu Vollumdrehung, Vollumdrehung. Das ist ja eine enorme Hitze und Energie, die da entsteht. Und das ist genau der Punkt. Umso mehr Frühzündung man fährt, umso mehr Brennraumtemperatur haben wir nämlich auch. Das Ganze gepaart mit mehr Ladung ist noch mehr Brennraumtemperatur. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, ist quasi das absolut Maximum, was meiner Meinung, also von meinem Verantwortungsgefühl diesem kleinen Franzosen gegenüber dem zumuten kann. Von Zündung her, Sprit dementsprechend angepasst und Ladedruck. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass es auch was gebracht hat. Ich denke aber schon. Ja, also Drehmoment kräftig. Sekunde. So, wir haben jetzt 397 PS, ja, fast 400 PS und fast 400 Newtonmeter. Ich meine, 300 PS, 1,6, man muss es mal wirklich vor Augen halten. Und ich sehe dieses Projekt oder diesen Motor, also jetzt, wenn man Gas gibt, ne, wir zeigen euch gleich mal, wie der vorwärts geht, von der Beschleunigung her. Meiner Meinung nach ist das schon übers Ziel hinaus, weil 1,6 Liter Hubraum, man muss sich mal die Literleistung vor Augen halten, ist für ein Auto, was im Straßenverkehr bewegt wird, das ist Ende der Fahnenstange. Mehr geht nicht, mehr ist nicht und auch anders als Super Plus. Also Super Plus ist schon Limit, darfst du eigentlich fast nicht fahren. Nur V-Power, Ultimate, so ein Zeug rein, weil Klopffestigkeit, das Klingeln, ist alles Limit. Zündung Limit, wir sind nochmal 4-5 Grad mehr rangegangen. Dazu kann ich euch sagen, der RTZR vom Datenstand, vom Steuergerät her, ist quasi, jetzt müsst ihr euch mal wirklich überlegen, was die bei Peugeot machen, was obergeil ist, ist ein getunter John Cooper Works Datenstand. Ja, also du kaufst quasi ein getuntes Auto im Laden. Der Turbolader ist auch schon ein großer, das wäre quasi ein Lader, den man nachrüsten würde, wenn man nicht irgendwie, wenn man die serienmäßige Mini Cooper S hat. Also es ist, meiner Meinung nach, sind jetzt die 300 PS, also mit der Technik, mit dem Lader und die 400 Newtonmeter fast, ist Ende im Gelände. Ja, also mehr geht nicht. Und ich muss dann sagen, wir vielleicht manche, ich habe einen gesehen, der hat 450 PS. Das ist mir Latte. Ich bin der Meinung, ja, das ist der Unterbau mit dem Ploll. Der will nicht mehr. So, jetzt ein paar Vergleichsbilder von der Beschleunigung her. Ist schon geil. Also auch ein geiler Unterschied. Und das andere ist, wir machen so viele Videos, aber das kommt nicht wirklich rüber, wie viel es sich mehr anfühlt. Dann viele sagen, ja, aber PS, PS, PS. Mich interessieren PS, PS, PS überhaupt nicht. Das Drehmoment. Drehmoment ist geil. Wir sind ja ein ganzes Stück drüber. Wir sind 70 Newtonmeter ungefähr höher als die Serie. 70 Newtonmeter beim 1,6er Motor. Du denkst, ja, einmal tritt dir eh ein Elefant in die Füße und dann hast du das Gefühl, dass die Titanic dann nochmal so in den Rücken gefahren ist. Also es ist schon geil. Ich laber schon wieder viel. Aber ich finde, letzte Zeit laber ich eh wenig. Ja,
viele Videos. Siehst du Jonas? Ja, das stimmt. Viele Videos mit Schickimicki-Bilder, Musik und so. Also jetzt wieder mehr Gelaber kommen, mehr Erklärvideos. Es kommen geile Motorenprojekte, geile Erklärvideos. Warum? PS-Profis und zwei Profis für Räder hat Winterpause.